Ja, zum Beispiel hier mit Artikel 13, ne? Also es haben zum Beispiel bestimmte Politiker oder Verleger hier und zum Verlege oder keine Ahnung, wer dahinter steckt, versucht den Urheberrecht irgendwie oder irgendwie die, wie nennt, was ist das, diesen Upload-Filter für Content. Also, ich weiß nicht, wie das heißt. Was heißt denn das? Also das Artikel 13 beschäftigt sich ja damit, den Urheber irgendwie zu schützen und jedes Material irgendwie zu kontrollieren, das hochgeladen wird, und das dann runterzunehmen, ne? Also die Plattform dazu zu bringen, diese Materialien dann runterzubringen. YouTube macht das schon, YouTube verwendet schon einen Upload-Filter. Aber das Ding ist, also viele bedenken, dass sowas dann halt immer missbraucht wird. Zum Beispiel sagen einige, dass YouTube halt diesen Upload-Filter halt missbraucht für so Sachen. Ich weiß nicht für was. Aber vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel. Aber irgendwie hat ein berühmter Let's Play halt gemeint, dass wieder, ist das ein Baumleben? Hör nur ein Stamm. WTF. Jedenfalls hat dann ein YouTuber halt dann gemeint, nachdem er so bestimmte Sachen gehört hat, zum Beispiel hier, dass dieses Artikel oder irgendwie nicht für diejenigen zutrifft, die ihren Kanal weniger als 3 Jahre besitzen. Oder ja, oder ne, auf YouTube zum Beispiel. Und ein paar andere Beispiele irgendwie. Da hat der YouTuber halt gemeint, das ist doch nur ein Artikel, um YouTuber nicht oder Content Creator irgendwie nicht groß werden zu lassen. Also da hat er zum Beispiel das halt auch gemerkt, dass irgendwie man versucht, diese Leute halt zu unterdrücken. Ist ein Gesetz, man weiß halt nicht, ob das gerecht ist. Und jetzt demonstrieren halt momentan viele in Berlin und hier, wo noch, München, glaube ich auch, glaube ich. Jedenfalls wird da viel demonstriert. Und ja. Aber man sollte so also nicht so aktiv sein, um wenn es halt einen selbst betrifft. Man sollte auch dagegen kämpfen, wenn es andere betrifft, weil das kann irgendwann zurückkommen. Auf irgendeine Weise, weil zum Beispiel dieses Butterfly-Effekt, ne, kennt ihr zum Beispiel, ne? Das Wort, ne? Dass wenn man irgendwas macht oder irgendwas nicht macht, ne? Dass dann irgendwas auslöst oder zulässt, dass dann irgendein Sturm verursacht. Was ist das denn für ein Mini-Baum? Deshalb sollte man immer nach seinem Gewissen halt urteilen und ne, daran handeln. Wenn man denkt, dass es das Richtige ist, dann sollte man nicht zögern und einfach mal machen. Zum Beispiel finde ich deshalb so bewundernswert, zum Beispiel auch in Animes, ne? Gibt es halt Charaktere, wo man da, boah, wäre ich bloß auch so, ne? Also zum Beispiel der Ruffy. Der steht für seine Freiheit, für seine Meinung und so. Macht ohne zu groß zu überlegen, auch wenn hier zum Beispiel Nami, Lysop und so aus Angst irgendwie versuchen, ihn aufzuhalten oder so. Aber im Nachhinein ihnen doch helfen. 16, ich brauche Treppen. Also, ne? Also der Ruffy ist zum Beispiel ein Beispiel. Ist zwar ein Anime, ist vielleicht fiktiv und so, aber wäre schön, wenn es mehr von diesen Leuten geben würde. Der Ruffy ist. Generell One Piece ist ein gutes Beispiel, ne? Weltregierung zum Beispiel. Hier in der One Piece Welt gibt es halt viel Ungerechtigkeit, ne? Sklavenhandel. Durch Doflamingo, ne, und den Weltaristokraten passiert genau vor den Augen der Marine. Die Marine macht nichts, obwohl die eigentlich sowas verhindern sollten. Und ja. Dann kommt jemand wie Ruffy, klatscht einen Weltaristokraten direkt ins Gesicht. So, nachdem er gesehen hat, dass ein Freund von ihm oder eine Freundin in dem Fall hier versklavt wurde und gerade dabei war, verkauft zu werden. Und
hat nicht groß überlegt, dass drei Admiräle dann auf ihn auf, oder? Waren es drei? Oder ein Admiral jedenfalls auf ihn. Oder auf die ganze Insel halt auch, so, ne, gehetzt wurde. Und ja. Das fand ich zum Beispiel richtig episch einerseits und andererseits ziemlich vorbildlich. Andererseits auch ein bisschen, ne, wenn man das halt jetzt auf den echten Leben bezieht, sowas kann man im echten Leben vielleicht nicht machen, aber wäre schön, wenn man sowas machen könnte. Ich glaube, ich mache erstmal die Planks, dann ist leichter hier die Treppen zu bauen. So, zack. Ja, hier. Vor allem merkt man, wenn man so die Kinder der heutigen Zeit so ansieht, zum Beispiel hier auf bestimmten Plattformen YouTube. Und ich spiele zum Beispiel auch Scribble.io, ne? Also so in der Freizeit. Und wenn man da so die Leute sieht, die einfach so andere Leute beleidigen und so, ne? Ich glaube, die haben von Gerechtigkeit und so auch wenig Ahnung. Also, wenn man das jetzt auf das Thema bezieht. Wenn die einfach so andere Leute grundlos beleidigen und versuchen, die zu mobben. Ich weiß nicht, ob die halt sowas, ob die zeigen wollen, ja, mit mir liegt, kann sich keiner anlegen. Oder, ja. Zum Beispiel, ne, hier bei Scribble.io kam mal so ein Fall, ne, da war dieser Spieler, hieß, glaube ich, TX, TZ oder so. Und jedenfalls habe ich eine Zeichnung gezeichnet. Die meisten haben halt das erraten, ne, glücklicherweise. Und dann schreibt der TX, der hat es auch erraten, und schreibt, gut gezeichnet, und dann das H-Wort. Ne, diese Beleidigung, ne, das H-Wort. Und ich habe dann geschrieben, ja, du hättest ruhig dieses H-Wort weglassen können, aber danke. Und dann schreibt er dann wieder, okay, mach ich. Und dann die nächste Beleidigung. Okay, mach ich. Und dann Beleidigung, ne? Sowas muss einerseits auch nicht sein, und dann, ja, das soll man dann dazu sagen. Ich habe halt in einer Folge, glaube ich, ne, in diesem Let's Play halt versucht, irgendwie zu analysieren, zu irgendwie einen Grund zu finden, warum so diese Kinder sowas machen, aber ja, keine Ahnung. Könnte an der Erziehung liegen, könnte an deren Umfeld liegen, könnte an dem liegen, was die halt machen oder gucken oder hören. Also, ja, jedenfalls, wenn man sowas aufwächst, dann weiß man es halt nicht besser. Und jetzt, ne, zum Beispiel im Anime, wurde, also One Piece Anime, ne, dadurch, dass er halt Ruffy immer nach, Ruffy hat echt schwere Zeiten durcherlebt, ne, zum Beispiel hier auf Sabaody Archipel, als er, nachdem er diesen Weltarrestkarten umgehauen hat und dann gegen den gelben Affen, also gegen Borsalino oder Kizaru kämpfen musste, hätte er beinahe seine ganze Crew verloren. Ne? Der hätte natürlich auch hier durch seine Aktion alles verlieren können. Hat der aber nicht. Und man sagt ja immer, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ne? So, also gibt es ja diesen Spruch. Und ja, ich glaube, das stimmt auch. Ne? Man härtet sich praktisch ab. Und ja. Man sollte, wenn es geht, immer nach seinem Gewissen halt handeln. Ich versuche es jedenfalls immer so. Manchmal kommen immer so unnötige Probleme dazu, aber wenn das Gewissen rein ist, dann hat man eigentlich nichts zu bereuen.
bisschen Konzentration, damit ich keinen Fehler mache. Zum Beispiel finde ich es auch ein bisschen schäbig, ne, wenn ich jetzt... Ich könnte natürlich auch hier zum Beispiel auf diesen Kanal bezogen, könnte ich auch immer sagen, ja, abonniert meinen Channel und so, hier liked meine Videos. Aber ich will halt diese Entscheidung nicht beeinflussen. Ich will diese Entscheidung halt meinen Zuschauern überlassen. Ne? Also ich will die halt nicht um meinen Gefallen bitten, sondern ich will die halt meinen Zuschauern oder halt diejenigen, die dieses Video halt sehen, halt überlassen, ob es denen gefällt. Und ich glaube, die wissen auch bei diesen Likes und Abos halt Bescheid. Ne? Und wenn die halt wollen, dann können die es abonnieren. Wenn nicht, dann müssen die halt nicht, weil das wäre dann gelogen, wenn die es trotzdem tun. Nur weil einem die Person gefällt oder keine Ahnung. So. Slaps brauche ich nicht mehr, ne? Ich habe es einmal rumgeschafft. Und doch, Slaps brauche ich für die Ecken. Aber ich brauche auch noch Treppen. Und hier ist alles soweit fertig. Ja. Okay, dann mache ich mal die Ecken. Das wird niemals reichen. Oder ich mache mal Folgendes. Machen wir ein bisschen mehr Slabs. So. Ach so, das muss immer weg, ne? Also so. Dann bin ich irgendwie blöd? Ach so, diese drei Zacken wieder, ne? So muss das sein, oder? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen bescheuert. Hä? Ich muss mal in die untere Etage gehen und da gucken, wie ich das da gemacht habe. So, hier. Ich mache mal hier auf. Achso. Warte mal, ich mach mal hier eine Fackel. So. Dann. Aha, okay, jetzt weiß ich den Fehler. Gleich. So. Wo war's? Welche Seite war's? Hier. Also hier muss noch ein Slab hin. So. Ja, jetzt sieht's richtig aus. Okay. So, dann kommt das weg. Und dann... So. Dann muss das hier weg. Und zack. Und dann das. Und voilà. Eine Ecke ist fertig. Warum habe ich das eigentlich nicht gefüllt? So. Das. Das. Hier so. So. Gut,
zweite Ecke. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Planks. Ich gehe mal dann hier die Planks einsammeln. So. Noch die Ecke. Ah, die Ecke ist schon fertig. Vielleicht noch hier die. So. Habe ich noch? Ja, habe ich. So. Wird das reichen? Eins. Ah, ne, wird knapp. Deshalb. Noch zwei Ecken, dann sind wir hier auch fertig. Ne, die Treppen. Die Treppen. Wir brauchen noch Treppen. So. Dann gehen wir mal hier runter. Und sammeln mal unten alles ein. Dann können wir auch nebenbei Holz, ne, Spruce-Wood-Bäume fällen. So, hier, da ist ein Slip. Zack. So, hier sind auch noch einige. So, und hier und dort 12. Da unten auch noch den Baum. Ich sehe fast gar nichts. Ich hoffe, in der Aufnahme sieht man das. Sieht man was, meine ich. Aber ich muss auch generell das ganze Dorf beleuchten. Und ich habe auch hier ne, eine ganz andere Sache. Also ich habe was bemerkt hier bei Minecraft. Irgendwie ist Cosmic Craftery zum Beispiel, ne? Irgendwie sieht man keine Meteoriteneinschläge oder Dingens im Boden. Untergrund findet man halt keine Erze, die man halt durch Mods installiert hat. Ich habe einen kleinen Verdacht, warum das sein könnte, weil bei der Welterstellung gab es eine Einstellung, wo man einstellen kann, ob man das halt Default haben möchte oder ob man Biomes of Plenty oder so. Und ich dachte, Biomes of Plenty, wenn das... Ich dachte, das wäre nur so überwiegend. Ich dachte, alle Mods würden halt hier verwendet werden. Und ja, und da habe ich halt Biomes of Plenty gewählt. Aber habe halt nicht bedacht, dass vielleicht nur Biomes of Plenty halt verwendet wird. Und ich glaube, es wird hier in diesem Spiel halt nur Biomes of Plenty, deshalb... Obwohl, eigentlich ja nicht, ne? Man findet ja auch Sachen von One Piece Craft, zum Beispiel die Marinesoldaten. So, ich gehe mal hier einmal ringsrum und schau mal, wo ich halt überall Treppen brauche. Hier. So. Das war die Seite. Hier ist alles okay. Hier auch. Ja, dann mache ich das hier auch mal zu. So. Ich muss mal daran denken, nach der Aufnahme zu gucken, ob man da irgendwas wieder einstellen kann. So, dann hier die Ecke. Dann Google hier halt gucken, ob man da was zu was findet. Ob das wirklich so ist oder halt ein bisschen anders ist. Oder wenn es so ist, ob man da was machen kann. So. Ich habe diese Ecke. So, dann hier. Ach, das ist wieder die Musik mit der Stimme. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Zufallswiedergabe ist an, ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Reihenfolge immer gleich ist. Oder ist die aus? Warte, ich guck mal gleich.
Gut, dann ist das hier auch fertig, dieser Ring. Und vor Freude stürzen wir den Selbstmord. So, dann sammeln wir alles mal ein. So, wir brauchen auch noch Balken, deshalb müssen wir noch ein paar Bäume fällen. Gut, dann was müssen wir jetzt noch machen? Da unten sind noch mehr Saplings. Wir haben inzwischen sehr viele hier Sprucewood Saplings. Da ist auch noch ein Baum gewachsen, nice. Fürs Dach brauchen wir auch noch Sprucewood, deshalb kann es nicht schaden, wenn wir halt ein bisschen mehr Bäume pflanzen. So.